Hoffentlich schmecken die gut. Ich hatte schon mal solche ähnlichen von einer anderen Firma, auch irgendwas mit Honig, aber eine ähnliche Optik. Und die waren mega lecker. Mega, mega lecker. Und ich hoffe, dass die lecker sind. Kann dich dann aber schon mal vorwarnen, weil dann kriegst du nichts mehr. So, was mir übrigens aufgefallen ist bei den amerikanischen, genau, da sitzt noch jemand, hallo. Hi. Bei den amerikanischen ist diese Verpackung, diese, was auch immer das sein Das ist soll, eine Tüte. Tüte, Aluminium, ich würde irgendwas von Aluminium sagen, die hat eine ganz andere Konsistenz, die ist viel dicker. Denn dieses Material an sich ist viel dicker und viel robuster. Unsere Tüten zum Beispiel, die kannst du ja einfach nehmen. Und so aufmachen wie diese bei Murphys Gesetz, was jetzt bei der letzten irgendwie nicht ging. Aber auch einfach dieses, pass doch mal an, wie dick das ist. Pass mal an. Überleg mal, wie dünn unsere Chipstüten sind. Unsere Chipstüten, die rascheln auch in einer helleren Frequenz. Nicht so. Also dicker sind sie, die fühlen sich anders an. So. Was denn? Übrigens ist das hier schon fast neonorange. Also Komisch. das sieht schon so. Du musst das Licht ausmachen, dann leuchtet zum Dunkeln. Genau. Also unnormal orange. Gibt es bei uns in Deutschland einfach. Ach, Honigkäse. Noch das schmeckt. Hat sie für eine Sicht gemacht? Hat sie überhaupt eine Sicht gemacht? im Gesicht. Darf ich welche noch rausnehmen oder sind die so Nee, ich lecker, gucke gerade auf hier aufs Datum. dass du keine rausnehmen darfst? Wie sie schmecken, nicht schlecht. Ich suche den Honig. Hast du ihn gefunden? Also wurde das im Juli, am 15. Juli 2021 hergestellt und am 17. Juli, nee, kann ja gar nicht sein. Doch, und am 17. Juli 2022 wäre es dann abgelaufen. Habe ich das richtig erkannt? Ja. Und Day 5:35 Uhr oder was? Ja. Wurde es hergestellt oder was? Mal das erkennen. Und was meinst du? Schmecken wie Käsebällchen. Also Honig sehe ich da nicht. Ist ein bisschen süßer, aber ich würde es jetzt nicht als Honig deklarieren. Willst du noch was? Sie sind auch so groß als wie unsere deutschen XL-Erdnuss-Flips, würde ich sagen, oder? Sind so groß wie die Maischips. Die ist bei uns zu groß, ne? Also fast so groß wie mein Finger. Als wäre das jetzt so ein Standardmaß, würde jeder wissen, wie lang mein Na Finger doch, der wäre. Finger, ihr Finger ist länger als mein Finger. Ja, irgendwie so. Ja. Die schmecken wie Käsebällchen, die stinken bloß nicht so toll. Entschuldigung. Das geht eigentlich auch, also. Also, das ist so ein Ding, die Tüte könnte beim Fernsehgucken abend oder so nebenbei weg sein, ganz schnell. Weil die auch so praktisch sind, Mundgröße. Und so hässlich schmecken die gar nicht. Aber auch so zum dann nochmal kaufen nicht. Die hauen mich jetzt nicht so um. Die sind lecker, aber die da fehlt mich das, mir fehlt das Honig. Ja, genau. Der Honiggeschmack. Genau. Der Geschmack auf Honig. Da kommt mehr der Käse durch. Ofen gebacken mit echtem Käse. Mein Fazit ist,
Du hast schon ganz schön krass viel Hoffnung in dieses Produkt, dass das bis zum Fernsehgucken-Termin reicht. Dass das bis dahin noch existiert. Ich finde es sehr lecker. Ich mag dieses Käsige. Ja, in der Tat, der Honig fehlt. Also man merkt schon, da ist eine gewisse Süße ist vorhanden. Aber ich würde jetzt diese Süße nicht auf Honig projizieren. Ist einfach süß, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, das schmeckt nach Honig, sondern das könnte auch Zucker sein oder irgendein Zucker, keine Ahnung. Ja. Da musst du mal. Da gibt es bei uns, glaube ich, Erdnüsse, Honig, Salz. Und Mandeln in Honig, Salz. Die schmecken extrem doll nach Honig. Da merkst du richtig diese Süße von dem Honig in den Dingern auch. Die sind so nicht schlecht, aber eben, wenn da Honig oben steht, dann möchte ich auch Honig haben. Ich finde es gut, dass sie nicht wie unsere Käsebällchen riechen aus Deutschland. Aber die schmecken. Unsere Käsebällchen in Deutschland, die riechen ja wie Käsefüße. Na, die riechen ja. Da riecht die ganze Wohnung danach, wenn man so eine Packung öffnet. Und das ist hier nicht der Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall, man hat es gehört, also zum Mittag sind die alle. Hast du ja gehört, zum Fernsehen wird nicht mehr. Können wir knicken. Video ist zu Ende, Tüte sagen. Die schmecken auch nicht so kräftig wie unsere Honigbällchen. Wir haben gar keine Honigbällchen. Käsebällchen. Ach, muss ich jetzt auch nochmal essen? Ja, du stellst ja immer so weit weg, das ist bestimmt so ein Zeichen. Ich weiß nicht, du kriegst jetzt keine. Der ganze Schreibtisch ist voll. Ich bin froh, dass ich hier Platz habe, damit ich sich auf den Boden stellen muss. Ich alter Messi. Ich finde, unsere Käsebällchen schmecken kräftiger. Aber wie dem auch sei, mir schmecken sie. Ich finde sie sehr lecker. Ich finde es gut, dass sie nicht so einen überkrassen Fettfilm an den Händen hinterlassen. Ja, sie sind gut. Ja. Schön würzig. Aber auch nicht zu würzig. Finde ich auch gut. Fazit so. Aber der Honig fehlt. Wenn ich jetzt wüsste, wie teuer sie waren. Also klar, es ist 4 Euro Norbert, glaube ich. Ach echt, doch so ja, viel, die waren ja. So teuer. Ich meine, klar, es ist ein amerikanisches Produkt, die kosten sowieso ein bisschen mehr. Ja, 400 Norbert, da habe ich noch gemeckert. Doch, glaube ich ja. Aber ich denke, diese oder auch die anderen, von denen ich kein Video gemacht habe, die waren sogar noch leckerer. Toll. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass ich extrem Bock auf Chips hatte und die dann halt da waren und das dann so... Nee, die waren schon richtig lecker. Doch, ich fand die noch ein Ticken leckerer. Was aber die waren nur Käse, ohne Honig. Oh. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sollten wir nochmal amerikanische Produkte in meine Wohnung wieder reinlassen. Ja, der Vorrat hat gut abgenommen. Was denn? Wo ist denn das alles? Gucken wir an, ich bin doch nicht für umsonst so fett geworden. Du bist dick geworden? Keine Ahnung, nee, eigentlich nicht. Hast du die verschenkt? Nein, die habe ich alle gegessen. Die ganzen Twinkies? Ja. Jeden Tag 2-3 Stück. Dahinter sind keine mehr? Nee. Oh, ich habe mich hier auf Twinkies gefreut. Da fahre ich hier extra 150 Kilometer und? Nichts mehr da? Aber es sind ja auch meine Twinkies. Muss ich wieder 150 Kilometer losfahren? Nein. Gut. Ja. So viel dazu? Ja. Teddy liegt immer noch da? Ja. Ja, der freut sich. Total kaputt ist er. Alte falsche Hand. Tschüssen!